Schon wieder eine Geistergeschichte? Glaub ihr am besten kein Wort. Meine Schwester saugt sich solch Zeug doch. Nee, sich immer solches Zeug aus den Fingern. Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich saug mir gar nichts aus den Fingern. Das rote Irrlicht habe ich wirklich gesehen. Ach ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Also, bis dann. Ich bin mal gespannt. Okay. Warum glaubt mir niemand? Ich habe es wirklich gesehen. Du gehörst doch zum Forschungstrupp, oder? Für dich sollte es doch ein leichtes sein, ein rotes Irrlicht zu fangen. Bitte fang das rote Irrlicht, das ich gesehen habe, und bring es zu mir. Ja. Machen wir mal. So, ansonsten haben wir auf der Karte keine neuen Nebenmissionen. Okay, da entwickelt sich noch gar nichts. Ich bin mal gespannt, er wartet ja auf ein paar Pinella. Aber ich glaube, der kriegt nicht Pudox daraus. Da haben wir noch Nebenmissionen. Seltenes Ponita gesichtet. Oh. Keine weiteren Missionen. Ja, dann gucken wir mal hier oben. Hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage verfallene Axentor besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Obwohl du für uns bloß ein Fremder bist, der vom Himmel gefallen kam, hast du der Galaktik-Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du dir ein gewisses Maß an Respekt erarbeitet. Allerdings ist es damit noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch in anderen Gebieten Hisuis Könige und Königinnen in Rage geraten. Deshalb musst du auch weiterhin Pokémon erforschen, um dich für Jubeldorf nützlich zu machen. Doch genug geredet. Die anderen Mitglieder des Forschungstrupps sind jetzt wohl schon in der heißen Kost. Du solltest dich ihnen anschließen. Abgeschlossen. Ich nehme wieder die üblichen Kartoffelmochi. Mubeshi. 3 Portionen und keine weniger. Wenn du sonst noch was Leckeres in der Küche zusammenzauberst, bring es gleich mit. Deine Eskapaden sind hier in aller Munde. Du kannst von Glück reden, dass du den Kampf gegen Axentor unversehrt überstanden hast. Unsinn. Bexor war gut vorbereitet. Außerdem bin ich mir sicher, dass es während des Kampfes immer gut auf Axentors Bewegung geachtet hat. Das S? Ne, das R. Dieser Sieg war kein Glück, sondern das Ergebnis sorgfältiger, vorbereiteter Anstrengung. Dank Bexor kann der Forschungstrupp jetzt viel sicherer seiner Arbeit nachgehen. Falls du dich sicher fühlen willst, solltest du das Item aus dieser Anleitung herstellen. Mubeshi hat sie mir überlassen. Du hast eine Anleitung für Rauchkugeln. Ja. Yes. Wir müssen nicht mehr befürchten, von Axentor angegriffen zu werden. Jetzt können wir in aller Ruhe die Pokémon erforschen, die im Obsidian-Grasland leben. Ja, ich will auch dieses seltene Ponita Baxter. Ich habe auf dich gewartet, Baxter. Mein Name ist Yula. Ich möchte dir etwas ganz Wichtiges sagen. Kannst du kurz mitkommen? Okay, was kommt jetzt? Galaktik-Expedition böse? Das bleibt bitte unter uns, ja? Das Unheil geht in Hisui um. Hunderte Jahre ist es her, da wurde ein gewisser Unruhestifter für seine Mission versiegelt. Doch aus irgendeinem Grund ist das mysteriöse Siegel nun gebrochen worden. Wir müssen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, Baxter, setze das zerbrochene Siegel wieder instand. Was muss ich tun? Oh, ich danke dir. Du glaubst mir nicht, wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich gebe dir zunächst einmal diesen Spiritkern. Hier, pass gut darauf auf.
Okay. Du erhältst einen Spiritkern. Mit diesen rätselhaften Steinen kann man violett leuchtende Geisterlichter einsammeln. Die ehemals versiegelten Geisterlichter sind über ganz Hisui verstreut. Es sind übrigens 107 an der Zahl und mit dem Spiritkern lassen sie sich wieder einsammeln. Spirit, nicht Spirit. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber wenn du den Spiritkern, Spirit, Kern dabei hast, kannst du sie sehen. Okay. Ich weiß, das ist, dass ich damit viel verlange, aber bitte versuche alle einzusammeln. Hier irgendwo in der Nähe sollte eins der Geisterlichter sein. Damit könntest du anfangen. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Muss ja auch noch darüber rennen, ey. Aber jetzt nochmal ganz nebenbei. Moment, ich gehe mal, guck jetzt das Item an. Guck mal, sieht das nicht aus, als wäre das dieser Untergrund von, wie heißt der? Krypuk. Ich google das Ganze mal. Moment. Krypuk. Pokémon. Pokémon Wiki. Also, es ist auf jeden Fall ein Stein. Hier auf dem Bild sieht man noch die Risse. Wo es herkommt, okay, also. Sorry, Mysterium gelöst, würde ich sagen. Dies ist ein Krippung, was wir uns da zusammen basteln. Läuft also. Wohin willst du? Hab keine Angst, berühre das Geisterlicht. Ja, wo war denn das? Ah, da. Beinhart beim Wegklicken der Seite. Dran vorbeigelaufen. Okay. Und die Bauarbeiten fangen wieder Hast du gesehen, wie es vom Spirit ist? Ja, vom Spiritkern eingesogen wurde? Ja. Es scheint, dass ich diese Aufgabe der richtigen Person anvertraut habe. Wenn du wissen möchtest, wo du als nächstes suchen sollst, frag mich einfach. Oh. Und als Dankeschön für deine Mühen werde ich dir eine tolle Belohnung geben. Ich warte hier auf dich, Bexler. Okay. Jetzt haben wir uns wahrscheinlich schlafen gelegt, genau am nächsten Tag. Bisschen strecken, auch hier. Wow, der Friseursalon der Galactic Expedition ist echt schick. Hey du. Du bist Bexler, richtig? Du warst es doch, der dem herumwütenden König des Waldes, Axontor, wieder beruhigt hat. Genau. Genau der bin ich. Ah, du bist richtig berühmt, musst du wissen. Einige haben sogar Angst vor dir. Schließlich hast du dich so furchtlos einem Pokémon entgegengestellt, die dem ehrwürdigen Sinnoh nahestehen. Ach, ich heiße übrigens Hinatsu. Ich bin die Wächterin des Diamantclans und leidenschaftliche Friseurin. Freut mich, dich kennenzulernen. Jetzt muss ich mich leider entschuldigen. Ich bin mit Denboku verabredet. Bis dann. Also manchmal sind die Namen echt. Ja. Natsu in der Zwickmühle, Hauptmission. Okay. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal nachrennen. Sammelt die Geisterlichter über ganz hier so, ihr verteilt sind. Okay. Und schließlich Natsus Besuch bei Expeditionsleiter Denboku an. Okay. Machen wir das doch. Ja, ich würde hier gerne rein. Hallo? Danke. So, wir gucken erstmal, wie viel nochmal so ein Beutelchen kostet. Unterrichte mich. 8000, ja, klingt gut. Wir brauchen ja erstmal nichts kaufen oder so.
So, genau. Nein, möchte ich nicht in der nächsten Stufe. BBBBB. Ja, kann Leben retten, aber du bist jetzt zu teuer. Warte, später. Rosaluna, sagst du? Also könnten auch Pokémon, die keine Königin, Könige oder Königin sind, in Rage geraten. Von Diam und Perla habe ich zwar noch nichts gehört, aber das heißt nicht, dass wir untätig bleiben dürfen. Natsu, ich möchte dir vielmals danken, dass du uns über Ursalunas Zustand informiert hast. Unser Anführer ist beschäftigter, als er aussieht, und die Wächterin von Ursaluna hat mich eiskalt abgewiesen. Ihr von der Galaktik-Expedition seid die einzigen, an die ich mich noch wenden kann. Die Wächterin von Ursaluna ist Yugao vom Perklan, nicht wahr? Von allen Wächtern und Wächterinnen ist sie die starkköpfigste. Ich meine, sie legt großen Wert auf alte Gepflogenheiten. Ja. Es gibt eine neue Mission für dich, Bexor. Mach dich auf zum Roten Sumpfland und untersuche, was mit Ursaluna geschehen ist. Du darfst auch offensiven Druck ausüben, wenn die Situation es erfordert. Okay, machen wir das doch. Als nächstes sollst du das Rote Sumpfland erkunden. Die Pokémon dort sind bedrohlicher als jene im Obsidian-Grasland. Dein Weg wird dich durch eine raue Landschaft führen, über steile Täler und Küstenklippen. Mit deinem jetzigen Mitgliedsrang kannst du dich im Roten Sumpfland vorwagen. Ich habe Informationen für dich, die dir bei deiner Mission von Nutzen sein werden. Die Wächterin von Ursaluna findest du in den Ruinen des Trostens im Roten Sumpfland. Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Keine neuen Nebenmissionen. Dann würde ich ganz kurz sagen, bevor ich weitermache, mache ich kurz eine Pipi-Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder.